Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Willkommen beim Telestammtisch und willkommen zur Besprechung von The Outlaws, der seit dem 7.7. auf Netflix läuft. Happy Madison Productions hat wieder zugeschlagen. Es gibt eine neue Komödie. Ich bin der Sven und ich habe nur den Trailer gesehen, aber an meiner Seite ist diesmal The Baba himself. Hallo, Chef Andy. Guten Tag. So, bist du ein Freund der Happy Madison Schmiede? Der Happy Madison Schmiede. Ich könnte jetzt so tun, als wüsste ich, was das ist, aber das sagt mir gar nichts. Okay, das ist ja die Produktionsfirma von Adam Sandler, der da mit Goldbergs, Happy Gilmore, 50 erste Dates, Kindsköpfe und gemacht hat. Ist das so deine Art von Humor? Ja, ich habe auch gesehen, dass er da Produzent ist und dass das irgendwie auch alles so ein Matsch ist, ne? Aber nein, das ist überhaupt gar nicht mein Humor. Aber das ändert nichts, dass ich einen total lustigen Film gesehen habe. Ey, der war so lustig, ey. So ein lustiger Film. Erzähl uns erstmal, um was es geht. Ey, das ist so lustig, gell? Weil das nämlich dieses Pärchen, Parker und Owen, und die sind echt komplett unterschiedlich, aber die lieben sich halt so richtig dolle. Und das ist so lustig, weil dann ist da diese Hochzeit irgendwie, das ist übrigens auch das Ende des Films, große Highlight, sei mal verraten. Und das ist nicht einfach nur eine coole Hochzeit mit coolen Leuten, nee, da kommen dann auch noch die Eltern von ihr, ja? Und das ist was ganz total Lustiges, Besonderes, weil die hat noch nie jemand gesehen außer ihr. Die sind extra für die Hochzeit, wollen die kommen, und das ist was total Cooles und so, weil die waren nämlich im Amazon und die waren ganz weit weg und so. Naja, und dann sind die irgendwann da und recht schnell wird klar, dass die so ganz anders sind als das, was man vermutet, wenn man ihre Tochter kennt und das Umfeld vor allem von ihm kennt, von unserem Owen. Owen kommt nämlich aus einer eher tendenziell konservativen Familie, wo die so ein bisschen skurril sind und so ein bisschen ihr eigenes Ding machen, so ein bisschen naiv sind und in einer kleinen eigenen Welt leben. Nun ja, und die Eltern von Parker, von ihr also, die sind, nun ja, sagen wir mal, cooler. Und recht schnell wird klar, dass sie nicht einfach nur viel cooler sind, sondern dass sie ein Doppelleben führen, dass sie nämlich eigentlich Diebe sind. Die rauben vor allem Banken aus, machen damit ihr Geld, und es gibt eine Vergangenheit, vor der sie ein Stück weit fliehen. Diese Flucht ist offensichtlich nicht ganz so erfolgreich, denn sie holt sie in diesem Film ein, und dann gibt es total viele lustige Szenen und Momente, wo die dann total lustige Dinge erleben. Ich meine, die Begeisterung schwappt über. Okay, man muss sagen, dass das Pärchen, das immer so im Hintergrund agiert, Pierce Brosnan ist und Alan Barkin. Michael Rooker hätten wir auch noch und den guten Divine. Wie schlägt sich der doch schon recht namhafte Cast? Ja, tatsächlich sind da verschiedene High- und auch Lowlights mit dabei. Ja, Pierce Brosnan und Adam Devine sind so ein bisschen hier so der Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, dass hier so ein bisschen verschiedene Charaktere aufeinandertreffen. Adam Devine spielt diesen Owen Browning, und der ist halt, also die Figur ist total überdreht und so ein bisschen eine Mischung aus doof, aber so doof kann sie nicht sein, denn schließlich leitet sie eine Bankfiliale, und der passieren immer so lustige Dinge. Der ist ein bisschen so ein Nerd, weil der bereitet beispielsweise die Hochzeit vor und vor allem die Sitzordnung, indem er seine Zukünftige damit überrascht. Er hat so Actionfiguren quasi aufgebaut, wie die dann später auch sitzen sollen, die Leute. Und jede Actionfigur steht stellvertretend für eine dieser Personen auf der Hochzeit. Und vor allem auch sind Teile dieser Actionfigur dann wieder repräsentativ für die Charaktere dieser Gäste. Also ist ein bisschen sehr ausschmückend und ist die allererste Szene, insofern nur mal so als Beispiel dafür. Aber er ist halt immer derjenige, der im lustigen Kostüm rumrennt, der irgendwie eine gegen den Kopf kriegt und der halt Schlamassel macht, die total lustig sind und so, und das dafür sorgt, dass letztlich irgendwas eskaliert. Und dann auf der anderen Seite der eher cool gebliebene Billy McDormand. McDormand, das ist hier die von Pierce Brosnan gespielte Figur, der jetzt plötzlich einfach wieder da ist. Beide sind auch so Daydrinker, beide sind ein bisschen cool, lassen sich tätowieren und ja, also jetzt nicht zu cool, aber noch angemessen cool, auf jeden Fall ein bisschen, sagen wir mal, interessant. Und so seine Frau, also die Lily, gespielt von dieser Ellie Barkin, die geht dann so ein bisschen unter, ne? Also muss man einfach sagen, die gibt hier und da mal einen Kommentar ab, die kann hier und da mal so Stichworte geben, aber die Frauen, das kann man schon ein bisschen mal so als generelles Fazit sagen, sind ja immer so die zweite Riege. Ja, auch beispielsweise dann die Verlobte, gespielt von Nina Dobrev oder so. Ja, die ist auch eine Süße, und es gibt da irgendwie auch eine halbwegs funktionierende Chemie mit Adam Devine, aber so letztlich ist sie auch weite Teile des Films zum Beispiel gar nicht präsent, weil die wird nämlich entführt, und das heißt also, wenn es dann zur Sache geht und die ganzen lustigen Dinge passieren, dann ist sie gar nicht so da. Und jetzt könnte ich hier viele weitere Namen aufzählen, aber wenn man wirklich mal was Positives
positiv hervorheben möchte, da sind es die Eltern von ihm, von Owen Browning, nämlich Neil und Margie, gespielt von Richard King und Julie Huggertree. Und die sind so skurril geschrieben. Natürlich sind die alle absolut larger than life, also übertriebener, alles so Klischeefiguren. Aber das ist lustig zeitweise. Also diese doch irgendwie eine Mischung. Ich würde fast sagen konservativ, aber vielleicht trifft es das gar nicht. Die sind so ein bisschen naiv bis doof, aber meint es eigentlich nur gut. Beispiel, sie sind von ihr als Ehefrau, als Verlobte nicht so überzeugt. Sie ist nämlich Yogalehrerin und in den Augen seiner Eltern ist Yogalehrerin quasi das Pendant zur Stripperin. Das heißt, wenn die sich treffen abends beim Essen und so, dann merkst du halt schon, da wird sie so gefragt, wie sie ihr Geld an der Stange verdient und so, und das ist alles ein bisschen, naja, übertrieben. Aber das ist, finde ich, die Witze mit denen sind noch so die mit die lustigsten im ganzen Film. Das zum Cast vielleicht. Auf was beschränkt sich der Humor? Ist das eher so das typische Adam Sandler, auch ein bisschen Pipi-Kaka-Witze, oder hält sich die Waage, oder haben wir jetzt gar keinen großartigen Fäkalhumor? Also über Fäkalhumor müsst ihr jetzt echt länger nachdenken. Es hat, glaube ich, jetzt keiner Durchfall gehabt da und irgendwo hingepullert. Gekotzt wird, klar, es wird gekotzt, weil unser Protagonist, also der Verlobte, der geht halt am Abend, als er die Eltern kennenlernt, mit denen was trinken und so, was auch in einer der ersten Szenen schon ist, und das verträgt er nicht so gut. Das heißt, er ist am nächsten Morgen ziemlich platt und muss halt so zwei, dreimal ins Gebüsch kotzen. Aber das ist auch alles, und es ist verhältnismäßig, also das habe ich schon schlimmer gesehen, das wird jetzt nicht so überpraktiziert. Also sagen wir, diese Art von Humor ist nicht dabei. Es sind viele so Szenen dabei, die so völlig irgendwie, die halt so drüber sind. Man sieht im Trailer schon einiges. Ich weiß nicht so genau, ob ich dazu raten sollte, den Trailer zu gucken. Das kann man vor allem machen, wenn man sich mal einen Eindruck davon vermitteln möchte, was der Film so insgesamt zu bieten hat. Und es gibt halt so Szenen, also eine extreme Szene ist, und jetzt, also sagen wir so, unsere Protagonisten sind irgendwann in einem Geldtransporter unterwegs. Dieser Geldtransporter ist ja quasi ein riesengroßes, schweres, gepanzertes Ding. Und die fahren dann über so einen Friedhof drüber und der wird halt dann mega ramponiert, der Friedhof. Überall fliegen die Steine und also die Grabsteine, und Geld fliegt auch noch raus aus diesem Transporter. Ist alles ein bisschen extrem und hat mir übrigens auch gar nicht gefallen, fand ich nicht lustig. Aber das ist so diese Art von Humor, die da halt so kommt. Das wird dann so extrem übertrieben. Oder eine weitere Szene, einer unserer Figuren hat dann so ein, ist dann mit einem Teil an einem Raubüberfall, und diese Figur trägt dann halt so ein Shrek-Kostüm, weil das total lustig ist, nämlich wenn er so ein Shrek-Kostüm trägt, weil das ist ja grün, weißt du? So, also das ist so das ist es halt. Es gibt hier und wieder Schießereien, auch tatsächlich Headshots, auch welche, die man sieht. Das ist überraschend, fand ich. Also ziemlich überraschend, wie explizit es wird. Auch wenn es jetzt natürlich kein Gore-Fest ist, aber so ein Kopfschuss und der Form in einer letztlich Action-Komödie, die ich tendenziell auch als familiengeeignet beschrieben hätte, wenn nicht diese Headshots wären, hat mich schon doch recht überrascht. Ich glaube, der hat sogar ein R-Rated in Amerika gekriegt. Irgendwas habe ich vorhin noch kurz gesehen. Tyler Swindle, der Regisseur, ist eher so für leichtere Unterhaltung zuständig. Wie schlägt er sich? Denn ich fand die Action-Sequenzen zumindest im Trailer, die sahen schon ziemlich gut aus. Ja, es ist halt auch so, dass ich mich teilweise gefragt habe, wer denn da jetzt eigentlich gerade schießt. Also ich möchte grundsätzlich die Action-Szenen als angemessen bezeichnen. Da waren halt Schießereien, ne? Also Banküberfälle und teilweise Leute, die so SWAT-Team-mäßig unterwegs sind und Securities und die dann gegen unsere Protagonisten und so. Und hin und wieder splitzt dann so diese meinetwegen nennen wir es mal Gore-Spitze heraus mit diesen Headshots, die tatsächlich zwei, dreimal, viermal vorkommen. Die Action ist okay, sie ist sachdienlich, sie ist aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie erinnerungswürdig. Es ist zeitweise so, dass ich mich gefragt habe, wie aktiv sind eigentlich noch Pierce Brosnan und diese Ellen Barkin? Also die sind beide ja auch jetzt nicht mehr so ganz jung. Sie ist Jahrgang 54, Jahrgang 53. Also sie haben jetzt schon so ein paar Jahre. Sind immer noch sehr charmant und wirken auch in ihren Rollen tatsächlich total gut und fit. Aber wenn die dann in Action-Szenen sind, dann ist es natürlich oft der Fall, dass die halt gerade eine Bank ausrauben. Das heißt, die haben dabei irgendwelche Masken auf, und das könnte wiederum bedeuten, dass dann natürlich Stuntmen drunter stecken unter diesen Masken und nicht die eigentlichen Schauspieler. Dass es hin und wieder so wirkt, also gerade wenn sie dann irgendwie vermöbelt und im Dreirad, also im Looping quasi dann jemand auf den Boden klatscht und so. Also nun ja, ist halt übertrieben, aber ist auch nicht glaubhaft letztlich. Aber das soll es auch nicht sein, es ist eine übertriebene, sagen wir mal eher seichte Action. Ja, also beim Trailer habe ich auch gedacht, man sieht ja kurz diese Übernahme der Bank, wo sie dann im MMA-Stil einem die Beine um den Hals legt und ihn dann rumschmeißt. Da dachte ich noch, naja gut, wenn sie es wirklich sein sollten, wäre es dezent übertrieben. Aber okay. Wie war so allgemein der Unterhaltungswert? Da waren viele Sachen dabei, die wirklich kurzweilig sind. Zwar jetzt nicht komplett scheiße, aber es ist definitiv so ein Film, wo ich echt noch mit dem Handy parallel spielen kann, ohne dass da ich was nicht irgendwas verpasse oder so. Aber es gab halt so ein paar Highlights zu erwähnen. Also man sieht einen Witz beispielsweise, das ist vielleicht auch so ein bisschen der smarteste im ganzen Film, schon im Trailer. Da geht es nämlich um die Frage, dass der eine ja aussehen würde wie James Bond. Daraufhin fragt Pierce Brosnan, wie welcher James Bond denn? Da kriegt die Antwort, ja wie der fünfte. Und wir wissen, der
der fünfte, das war er selbst. Und er antwortete dann auch im Sinne von, ja, gute Wahl, so in dem Sinne. Das war nett, aber halt auch schon im Trailer drin. Diese große Szene auf dem Friedhof fand ich absolut unangemessen, die hat mir nicht gefallen. Die große Antagonistin, weiß ich nicht, also ganz ehrlich, die ist auch so, ja, die soll irre sein und ja, die soll dann in den falschen Momenten falsche Dinge machen, damit es halt noch irrer wirkt und so. Aber das hat für mich alles vorne und hinten nicht so richtig geklappt. Ich glaube, das muss man alles hinnehmen. Mein großes Highlight waren, wie gesagt, die Eltern. Mit denen würde ich mir tatsächlich so eine Art Sitcom angucken. Also was hier, wie gesagt, die der Richard Kind heißt der. Was der so macht, wie die halt so miteinander umgehen und wie auch die Interaktion mit dem eigenen Sohn ist und so. Das war ganz cool. Also vielleicht wäre da eine Sitcom oder sowas besser geeignet gewesen, als es jetzt hier in so einen Actionfilm reinzuquetschen. Das ganze Ding habe ich ganz schnell wieder vergessen. Leider verrät der Trailer, glaube ich, da doch recht viel. Aber wenn ihr wissen wollt, wovon ich gesprochen habe, schaut ihn euch an. Danach habt ihr den Film, braucht ihr dann auch nicht mehr gucken. Und ja, schade, dass, wie gesagt, wirklich, muss man mal so sagen, die Frauen hier alle letztlich in zweiter, wenn nicht gar dritter Reihe stehen. Die gehen alle unter im Vergleich, finde ich persönlich. Und wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen das Mindset unserer geliebten Kollegin Lida auch mal vielleicht ranziehen darf, dann sehen wir hier Leuten, die sowieso schon sehr wohlhabend, reich und weiß und zufrieden und gesund sind, dabei zu, wie sie halt weiße, reiche Probleme haben und lösen. Also keine Ahnung. Also der ganze Aufhänger, warum da jetzt überhaupt, sag ich mal, eine Bank ausgeraubt werden muss und warum da eins zum anderen kommt und so, es ist schon alles sehr dünn. Ja, also man hat in diesen Kreisen einfach Geld. Man muss keine Bank ausrauben. Die hätten einfach auch, also unauffällig quasi zur Hochzeit kommen und wieder gehen können. Dann wäre alles cool geblieben. Es hätten keine Leute davon erfahren aus düsteren Vergangenheit, die jetzt dafür sorgt, dass diese Eskalation zustande kommt. Ja, Slapstick ist es nicht. Die kriegen nicht oft genug Dinge gegen Schädel, aber es ist auf jeden Fall sehr stumpf zeitweise. Ein Film, den ich also Leuten empfehlen kann, die halt mit einfacher, lustiger Unterhaltung von Adam Sandler was, glaube ich, anfangen können, ja. Und die vielleicht natürlich auch mal Pierce Brosnan mal sehen wollen in einer anderen Rolle als, keine Ahnung, Mama Mia und so. Ich weiß nicht, er hat zuletzt ja, glaube ich, einige von diesen Sachen gemacht, die so ein bisschen seichter waren, wenn wir James Bond mal ausklammern wollen. Black Adam war er dabei, okay, das war nicht seicht, aber auch kein großer Hit. Ich sag mal so, das wird auch keiner. Ihr habt's gehört. Mir sind die Fragen ausgegangen. Hast du noch irgendwas anzumerken? Nichts Sinnvolles, lieber Sven. Okay, dann würde ich sagen, mach mal die Klappe zu und ich sag schon mal ciao, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Folgt uns im Internet, auf sozialen Netzwerken und wenn ihr nicht wisst, wo das ist, dann guckt mal auf tele-stammtisch.de vorbei. Da findet ihr alle wichtigen Informationen und auch ein Foto von Sven. Tschüss! Tschüss! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.